Es geht weiter, immer heiter hier bei Anno 1404. Venedig. Ja, immer noch. Und ihr seht, wir sind immer noch mehr oder weniger fleißig dabei. Holz ist dabei. Stein, muss ich mal ein bisschen gucken. Was ich noch ein bisschen optimieren kann. Ich habe eigentlich genug Steinbrüche, aber die produzieren schon alle. Insofern mal ein bisschen abwarten oder auch mal etwas investieren. Ja, ist auch relativ teuer, aber auch mal ein bisschen. Das Ziel für heute wäre ja... Halt die Klappe! Die Aufträge hier auszuführen. Mit deren Hilfe. Zum Leben ist natürlich, wenn... 2,20 heißt das, dass die Reste bis ich bei ihm sein muss, oder... bis der Auftrag quasi Fujikato ist. Sie haben den Feind niedergerungen. Das wäre interessant zu wissen. So, deswegen bleibst du erstmal hier. Wir haben ja genug Gewürze. Ihr hängt euch an den und du gehst ganz kurz runter in der Hoffnung, dass ich noch nicht zu spät bin. Ansonsten Pech gehabt. Alter, der hat viel Ich frage mich, hey, wie kann die ganzen Korsarschiffe überhaupt unterhalten? Ich meine, ich habe schon immens Probleme mit meinen Schiffen. Ich weiß nur 215, aber trotzdem. Ah, die Gebäudekosten, ja, auch übel. Ja, stimmt, hä? Natürlich die Gebäudekosten ich noch. An der Spitze. Und ihr? Nun ja. Halt die Klappe. Also, was mich interessieren würde. Ich hab doch. Hab ich. Wo hab ich? Mir fehlt sogar hier der Stein, aber generell. Ich habe es ja auch mal gemacht, war. Irgendwie hat es aber nicht sehr viel gebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Wie heißt das? Senkt Unanskosten von Produktionsgebäuden. Gegnerischen Feuers. Auf einer Insel. Produktionsgebäude. Ich habe jetzt auch ein paar, aber... 19, ja, wir sind bald reich gekommen. Also um sie gegenzunehmen, bin ich rechtzeitig da. Ja, aber um es zu schaffen, nicht mehr. Nope. Das schaffen wir nicht mehr. Ein Valley Solly. Vertrauen. Welch grausamer Fehler. Hier muss ich auch nicht mehr, sind ja sowieso auf dem Weg. Dann ist ja kein Problem. Gut, also ich wollte Bücher vor allem machen, wa? Ich habe ne... Ich habe auch eigentlich so viel, da habe ich alles. Was ich brauche? Ich brauche dafür Papier und Indigo. Mal kurz gucken. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Fußbauplätze. Flussbauplätze. 5. Das wird... Vermutlich für 2,5, wenn es ein bisschen optimieren kann, für 3 von denen, von den Druckereien genügen. Momentan, ich denke, von Anfang reichen 2. Schnauze, Lucius, ich bin gerade am Quatschen, hör auf damit, das ist unhöflich. Das heißt aber vermutlich etwa... Alter, Lucius muss auch ein paar schleißende Schiffen haben. So. Man ist nicht gerade billig. Ich kann eure... Wie macht er das? Egal. Jo, das heißt, wie mache ich das hier? Und erstmal denke ich hier die auffüllen, weil wenn ich das jetzt nicht jetzt mache, sondern erst später, könnte es sein, dass mir das Genick bricht. Man greift eines ihrer Gebäude an. Jo, nieder. Was ich ganz verstehe, auch wenn ich sage, soll da und dahin fahren, aber wir sind im Kriegszustand, warum gehen sie dann trotzdem nicht so hin? Ist egal. Gut, du gehst bitte wieder, du bist doch eigentlich an der Route 1, ja. Ja, stimmt, 1. Im Rückweg holen wir die ab, dann bleibt das Schiff kurz hier, ich fahre mit den anderen runter und dann ist also der Picobello. Perfekto. So. Oh, hab relativ wenig hier. Moment! Achso, ihr wollt... Hat er natürlich hier, weil das ist eigentlich seine ursprüngliche Route.
Verstehe, okay. Ja, da gerade, dass ich hier unten eigentlich noch ein bisschen ausbauen könnte, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass ich hier. Hier. Von Güten eigentlich gerade relativ viele habe. Datteln sowieso, Milch sieht soweit auch gut aus, also. Da kann ich problemlos noch ein bisschen ausbauen, vor allem hier mit der Moschee. Ja, komm, mach mal. Hier kann ich zur Not immer noch ein bisschen was bauen. Genau, das heißt, Holz aber da unten haben wir echt nichts mehr. 30 mit Ziegel haben sie. Stein haben sie. Ja, komm, ich lasse mal. Haben sie genug und. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stelle. Keine Steine, dafür auch nichts. Indigo kann ich hier machen. Ich brauche aber eine weitere Dingsbums, wa? Genau. Ja, genau das, ihr habt richtig gehört. Genau das, Dingsbums. Warte mal, Milch kann ich ja auch so noch machen hier, wa? Gut, die kommt vermutlich nachher sowieso weg, also längerfristig. Damit ich mir hier machen kann. Also Gewürze aber auch irgendwann mal den Platz hier. Dann ist die Frage. Hey, Norias generell, wa? Wann kann ich mal eine große Noria machen? Oh, orientalische Werft. Moment! Ich will orientalische Schiffe! Du, komm mal zurück! Weil die Chance will ich mir jetzt eigentlich nicht entgehen lassen, weil ich mal hier relativ viel Mosaik jetzt habe. Eine orientalische Werft bauen, wie geil wird das denn bitte? Mach mal, wa? Mach mal. Wieso ich wieder zugedreht bin? Ganz einfach, ich brauche vielleicht erstmal. Komm, mach trotzdem mal. Ach, das ist, ja komm, ich produziere sie ja eh. Was soll der Geiz? So, nochmal zurück. Sorry. Wahrscheinlich hin und her. Dann baue ich mir in dieser Folge. Mache das wirklich, weil die Kostentüller haben da viel Unterhalt. Weil die Frage nach dem Holz ist, wa? Ja, wobei Holz kann ich ja selber ja machen, also. Ja, ist ja kein Problem, komm. Die wird nach einer großen Noria ersetzt. Die kann ich aber, wenn ich mich richtig erinnere, erst ab Gesandtenstufe entwickeln. Da steht hier sogar, 1040 Gesandte. Und ich habe momentan, was fehlt? Ah, ne, der Besitz fehlt. Ja, scheiße. Darauf können wir lange warten, Freunde. Weil für den Besitz, was brauchen wir für den Besitz? Was wollen die für den Besitz? Die wollen genau das. Wenn ich es noch finden würde. Sie wollen Teppiche, Stimmt, so, die wollen Teppiche. Ja, die wollen Teppiche. Und Teppiche kann ich natürlich machen, ich brauche aber Indigo und Seide. Und ich habe keine Seide. Die meisten sind eh weg, das heißt, ich müsste mir irgendwie schnappen. Schnieschner Schnappi und so. Mir aus den Augen! Da haben wir den gleichen Spruch drauf. Und bis ich so weit bin, das kann noch ein bisschen dauern. Also, was wir gesagt, hier will ich die großen Noria machen, wa? Dann hier ja eigentlich künftig auch, aber. Oder erstmal hier oben eine Noria. Wenn hier eine große Noria ist, quasi für den ganzen Bereich hier. Hier will ich eigentlich nicht zu weit hoch. Das heißt, er könnte hier eigentlich echt perfekt. Oh. Na, so hin. Das ist auch schlecht. Ja. So. Ich fällt gerade an, ich habe wieder mal zu wenig Ding geholt, wa? Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Ja, dürfte wohl ein bisschen zu wenig gewesen sein. Werkzeuge meine ich. Scheiße. Egal. Das ist nicht der fucking Ernst, oder? Ich bin hier außerhalb des Bereichs, ja super. Muss halt so kommen. Also ein bisschen wie man Perfektionismus geht. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Okay. Ist nur das. Haben noch genug Zeit, haben noch genug Zeit. Trotzdem. Ein bisschen hinmachen hier.
Und dann schnell darunter. Gut, so viel dazu. Was mir gerade hier unten natürlich einfällt, nicht immer so ein paar Häuser bauen und so, wo es natürlich im Prinzip cool wäre, aber ich kann es ja auch mal ein bisschen schöner machen allen. Das reicht eigentlich auch locker. Mit anderen Worten, ich würde hier ein bisschen Platz lassen. Dann mache ich es so, komm. Ja. So zum Thema Platz lassen. Was kann ich hier machen, komm. Ja, das ist perfekt. Gut, die Stadt hier unten müsste dann eigentlich auch steigen. Ich gehe mal auf die Stufe hier. Datteln haben die eben noch genug. Fragen wir zwar, wie das geht, aber shit happens. Milch weiter, was wir gemerkt haben. Das könnte jetzt erst recht noch ein bisschen mehr abebnen. Aber komm, ganz ehrlich, zwei weitere Ziegen fahren und das Problem ist gelöst. Dieser bedeutsame Auftrag, mit dem ich euch betraut, Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Das ist der Plan. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Servus. So. Dann habe ich den jetzt dort. Ja komm, bis ich hier drüben mal ausbauen würde, es wird eh noch eine Weile dauern, also kann ich es ruhig so machen. Ja, alles perfekt. Ups, das war jetzt ein bisschen doof. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Achso, das will ich noch Kohle haben. Da geht's so ja gar nicht. Ich hab's vorhin auch schon so gemacht. Ah, okay. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Schon wieder. Was hast du in der Produktion so waren? 94. 9. Uff, geht das nicht ein bisschen besser? Ne, scheiß drauf. 91, 88, ja komm. 4 Ziegenfarmen. Ich würde mal behaupten, kann ich ruhig nochmal so eine Häuserreihe setzen. Jetzt bin ich hier, war so schnell kann es gehen. Was auch hier noch hin? Hier ein Baum. Wenn doch schön war. Oh Gott. Wird das beschissen? Also, deswegen lass das erstmal. Ja, ein bisschen Natur. Das kommt ja später, okay. Na komm dann. Ja, für sowas habe ich wieder Kohle, wa? Für alles andere nicht, dafür das schon. So. Wer das mal. Dein Geld, Alter, mein Holz. Ist bei mir in besten Händen. Und der kleine Noah kriegt gerade noch so hin. Alter, leg mir am Arsch. Das gefällt mir. Ich nur vorübergehend. Da passt das schon so. Hallo, wo ist jetzt? Wo ist mein Schiff? Zwinker ist jetzt mein Handelsschiff. Da in der Mitte. Mensch. So. Okay. Ein gutes Geschäft. Alter, der Holz. Der Holz vor allem. Der Wärme war klar, dass es so hoch gehen würde. Das freut mich natürlich. Das heißt aber im Prinzip auch. Zuverlässigkeit. Das war vor allem. Stellt keine ich habe schon einen pausiert. Und noch einen zweiten machen. Eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Das ist unglaublich. Ich habe sowieso nur eine Salzmine hier. Eine einzige, die ist so krass. Was ist denn hier los?
Ich weiß aber schon, dass ich jetzt zwei habe, ja. Also ich meine, ihr seid doof, ja? Ist mir klar, ihr seid ja. Dass ich euch eure Dreistigkeit austreibe. Das Nulusia-Schiff könnte doof sein, aber nee. Die Baroness ist genauso hohl. So, haut ab, weil es merkt, oh, ich bin so schwer beschädigt, scheiße. Oh mein Gott, auch hier noch einen dritten hin, also ganz ehrlich. Liebe Baronesse, man kann es auch übertreiben, ganz ehrlich. Lukrativ. In jeglicher Hinsicht. Ganz ehrlich, wie viele Schiffe hat ihr eigentlich? So. Der wird repariert, sehr schön, es kommt so wieder nicht mehr. Mein Gott, hey, ist das eine alte Furie. Unfucking fassbar. So. Aber wie man gerade gesehen hat, ich habe genug Holz hier. Das heißt doch eigentlich, ich kann mit der Holzproduktion hier schon einmal 40 und so. Perfekto. Sieht es eigentlich wieder mit Werkzeug aus? Ja, wieder gut. Die Nuria ist fröhlich am Sprudeln. Das gefällt mir. Was ist wieder los? Bauvorhaben plant ihr? Achso, das ist was anderes. Ein Gegner, oh mein Gott. Und dann sterbt. Sie haben eine Schlacht gewonnen. Das muss ich festhalten, weil erstmal krass es überhaupt geht, hätte ich gedacht. Und zweitens, Lucius, wie doof kann man eigentlich sein? Ich meine, es gibt 1000 Orte, wo du eine Trotzburg bauen könntest. Das ist sicher der dümmste Ort ever. Gut, andererseits, sorry, es ist Lucius. Was erwarte ich überhaupt? Ich bin ja selber bescheuert. Wieso? Der Rat Moment, der ich mach nicht den hier, ich mach. Ja doch, komm, mach den hier. Wie bescheuert muss man eigentlich sein? So. Es gibt 1000 Orte, wo man so ein Teil hinpflanzen könnte. Nee, er macht's hier. Achso. Deswegen geht's nicht. Das ist schon heavy, so kann ich nicht mehr produzieren. Also warum der jetzt den nicht geht, das war mir klar. Aber der andere? Oh je, oh je. So, wie sieht's eigentlich bei euch aus? Seid langsam wieder guter Dinge? Ja, das sind dabei. Gut, das freut mich schon mal. Habe ich noch ein bisschen da... Alter, jetzt gehen aber die Datteln runter. Ja, leco mio. Gar kein Holz mehr. Sie ja, ich gedacht, dass die Datteln auch mal runtergehen. Hier natürlich jetzt... Wobei, doof, können sie hier oben noch machen zur Not und so. Und kannst du auch hier machen. Mal testen, ob es auch gehen würde. So, also... Ich sag's gerne nochmal. Was? Lucius, du bist ein Vollspacken. Wieso was? Ich brauche hier noch ein Markthäuschen oder so, dann ist das Problem auch gegessen. Wie kommt man bloß auf so eine doofe Idee? Hier, wo alle meine Leute sind. Ja, der Trotzburgen von hier steigt zurück. Also, sorry, aber so schnell hat er noch nie eine Trotzburg fallen sehen. Dachte er vielleicht, der würde die Hafenwehrtürme übernehmen oder. Warum sich der Gedanke macht? Es ist Lucius, sorry. Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Ja. Also. Meine Ernennung zum Großvezier ist eine besondere Ehre für mich. Was kommst du jetzt? Der Sultan ist jung und voller Tatendrang. Doch weiß er auch den Rat eines alten Mannes zu schätzen. Das klingt doch gut. Komm mal hier einen hin und dann... Ja, komm. Glaube ich jetzt 260, ja, leg mich wurscht. Welcher war jetzt? Eines ihrer Gebäude ist Ziel eines Angriffs.
Lucius! Was ist los mit dem Mann? Was? Seid ihr Achso, ist, los, hat er gerade Häge? Ist Trotzburg jetzt los oder was ist los? Der Typ, hey. So. Haben wir hier jetzt alle. Wieso? Ach, ist überhaupt so, ich kann nachzählen. Na, schon besser, 1080. Das sieht man auch noch geraten 15 aus, ja. Dann müssen ja 5 fehlen mindestens. Oh, yes, Baby. Das war jetzt nicht so viel, wie zu warten, wie er gehofft hatte, scheiße. Egal, das mit Milch ist gut. Datteln wird noch eine mehr, denke ich mal, dann aber auch reichen. Vielleicht hier unten nur so, mal gucken. Bietet eure gesamte Raffinesse auf und ihr seid dieser Aufgabe gewachsen. Vielleicht. Vielleicht, ja, das werden wir sehen. Nächste Folge heißt erstmal, hier unten will ich da hier befruchten mit Indigo. Hm? Klingt soweit ganz cool. Hier unten vermutlich noch Datteln anbauen. Ich weiß, ich habe hier, aber dann will ich eigentlich für Gewürz aufsparen. Schnauze, Lucius. Und dann ihm hier unten helfen und so weiter und so fort. Und mal gucken, wo Lucius in nächste Trotzburg hinsetzen wird. Dieser volle Idiot. Egal. Leute, liebe NPCs, das ist euer Stichwort, die müssen wir da unterbrechen. Sie wollen nicht, okay. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zusehen und wieder bis zum nächsten Mal bei Anno 1404 Venedig. Oh, yes. Tschüss.